Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard und heute bekommt ihr meinen Eindruck zu Call of Duty Infinite Warfare. Infinite Warfare kann man im Bündel kaufen mit dem Original Call of Duty Modern Warfare Remastered. Da das Spiel natürlich allgemein bekannt ist, werde ich das jetzt hier nicht nochmal groß erwähnen, aber es ist auf jeden Fall eine nette Dreingabe. Nur etwas ärgerlich, dass es tatsächlich nicht einzeln zu erhalten ist. Ihr müsst euch dafür tatsächlich Infinite Warfare kaufen. Ich bin aber persönlich davon überzeugt, dass es wahrscheinlich später nochmal gesondert zu kaufen sein wird. Aber dieses Review dreht sich tatsächlich um Infinite Warfare, also das neue Call of Duty dieses Jahr. Und wir fangen direkt mit der Singleplayer-Kampagne an. Ich persönlich spiele sehr gerne die Call of Duty Singleplayer-Kampagnen. Ich vergleiche das immer mit Michael Bay-Filmen. Das ist dann halt ein 6-Stunden, 8-Stunden Actionfilm mit pompösen Sequenzen und vielen Explosionen. Das Ganze ist natürlich sehr kurzweilig meistens gewesen. Auch in diesem Jahr ist es wieder der Fall. Obwohl über die Jahre einige Call of Duty Kampagnen mich jetzt nicht so sehr gepackt haben, muss ich sagen, dass die von Infinite Warfare für mich persönlich ziemlich cool ist. Ich habe gesehen, im Internet scheiden sich da so ein bisschen die Geister, aber ich muss sagen, ich finde das Space-Setting persönlich eben ziemlich cool. Ich mag eben futuristische Kriegsführung, ich mag halt Transhumanismus und all so ein Kram sehr gerne. Deswegen mochte ich auch die Black Ops-Reihe, als sie dann eben in diese Richtung ein bisschen gegangen ist, viel mehr als vorher. Aber das ist natürlich persönlicher Geschmack. Wenn man sich jetzt nur die Erzählweise anguckt und das Setting ein bisschen außen vor lässt, ist halt eine typische Kriegsgeschichte. Man ist halt der Action-Hero, der den Tag rettet. Was sehr cool ist, man bekommt sein eigenes Schiff, man wird der Captain, man fliegt dann zu Nebenmissionen, die es tatsächlich in diesem Fall gibt, und Hauptmissionen und kann sich ein bisschen da austoben auf dem intergalaktischen Schlachtfeld. Kit Harington, aka Jon Snow, ist auch der Bösewicht und auch relativ charismatisch, obwohl man von ihm tatsächlich gar nicht so viel zu sehen bekommt. Was ich allerdings sehr cool finde, ist, dass dieses Space-Sitting hier auch echt voll ausgenutzt wird. Man hat also neben den normalen zu Fuß unterwegs und ballern Kapiteln auch immer ein bisschen Space Combat dabei. Das ist sehr abgespeckt, es ist sehr arcadisch, macht aber auf jeden Fall Fun und fühlt sich ein bisschen an wie diese 3D-Level in Star Fox, wo man eben nicht on Rails unterwegs ist, sondern halt eben volle Kontrolle hat. Das Ganze endet dann auch immer damit, dass man eben in seinem eigenen großen Sternenschiff landet oder auf einem gegnerischen Schiff aus dem Cockpit aussteigt, mit irgendwelchen Grappling-Hooks sich an fremde Gefährte dranhängt oder sowas. Das ist alles sehr actionlastig. Man ist zum Beispiel teilweise in Asteroidenfeldern unterwegs und snipet durch die Gegend, bis man dann irgendwie das Gefährt eines Gegners entert. Das ist auf jeden Fall alles ziemlich spektakulär gewesen, fand ich. Und eben ein sehr interessanter, flüssiger Übergang zwischen diesen verschiedenen Spielweisen. Man geht dann eben teilweise in Einzelmissionen komplett über, zwischen eben zu Fuß unterwegs, in den Weltraum fliegen direkt und da dann ein paar Leute abballern. Dann geht man aus dem Cockpit wieder raus, ist auf dem gegnerischen Schiff und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool gemacht. Alles in allem ist dieses Jahr tatsächlich die Kampagne der stärkste Teil von Call of Duty. Ein weiterer Part, der jetzt natürlich auch wieder dabei ist, ist der Zombie-Modus. Infinity Ward, die jetzt das Spiel eben entwickeln, haben den ja nicht immer drin gehabt. Das ist ja eigentlich eine Erfindung von Treyarch, die ja die Black Ops-Reihe quasi produziert. Und hier ist der Zombie-Modus relativ lustig. Man ist in so einer Art Vergnügungspark. Das Ganze ist so an 80er-Jahre-Horrorfilme angelehnt und super schlocky. Ist sogar David Hasselhoff mit von der Partie. Und ja, es ist halt ein typischer Zombie-Modus. Es gibt extrem viele Upgrades. Man hat eben durch dieses 80er-Jahre-Thema lustige weitere Möglichkeiten. Beispielsweise, wenn man gestorben ist, kommt man in so eine Art Arcade, wo man dann kleine Minispiele spielt, kann, um sich wiederzubeleben und sowas. Das ist auf jeden Fall schon ganz interessant. Am Ende bleibt es natürlich ein kooperativer Horde-Modus, ein Modus, wo man eben verschiedene Wellen von Zombies eben, die immer stärker werden, besiegen muss. Und dann gibt es aber immer noch diese kleinen Mini-Quests, die man erfüllen kann und sehr viele Geheimnisse zu entdecken. Also dieser Modus, das ist jetzt die erste Map, die draußen ist, ist schon sehr tiefgründig. Da wird aber auch noch mit dem Season Pass dann eben mehr kommen. Und ja, ich muss sagen, den mag ich immer sehr gerne, den Zombie-Modus. In diesem Jahr finde ich den eben aufgrund des Settings auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich da öfter mal wieder eben Couch-Koop machen werde. Es ist halt so, ich finde, Call of Duty hat halt eben immer noch ein extrem hohes Preis-Leistungs-Verhältnis. Man bekommt eben Singleplayer-Kampagne, Zombie-Horde-Modus mit Local-Koop, was halt heute wenig Spiele machen, und das rechne ich denen auf jeden Fall immer jedes Jahr sehr hoch an. Und dazu natürlich für die meisten das Hauptaugenmerk von dem ganzen Ding, der Multiplayer. Der Multiplayer ist für mich dieses Jahr, muss ich sagen, der schwächste Part von Call of Duty, obwohl ich wieder merke, dass ich voll im Grind-Laufrad drin sitze und eben auflevele und so weiter und das garantiert auch noch eine Weile spielen werde. Das mache ich eben für ein paar Wochen oder Monate, je nachdem, wie gut mir das Call of Duty gefällt, jedes Jahr. Also ich spiele diese Serie schon eine ganze Weile. Aber ich muss sagen, der Multiplayer ist im Prinzip exakt derselbe wie in Black Ops 3. Sogar die Klassen, also die haben ja jetzt ein Klassensystem eingeführt, sind sehr ähnlich. Die
heißen zwar anders, das System funktioniert ein bisschen anders, aber im Endeffekt hat man ähnliche Fähigkeiten, also eben so Doppelmaschinengewehre oder irgendwie Zeit zurückdrehen, sich zurückteleportieren und so weiter. Das erkennt man alles sehr schnell wieder. Auch das Movement fühlt sich an, als ob sie einfach ein Bild von Black Ops 3 genommen hätten und kopiert haben. Da hat man eben Wallruns gehabt und eben diesen, ja, Double Jump mit Boost hinterher, und das Ganze hat vielen Call of Duty Fans nicht so gut gefallen. Ich persönlich, und ich weiß, dass es tatsächlich wahrscheinlich nicht sehr vielen so geht, fand das in Advanced Warfare tatsächlich am besten, weil da das Movement eben noch eine ganze Ecke schneller war, eine ganze Ecke so snappier, und man hat eben auch diesen Side Dash gehabt. Den gibt es tatsächlich hier auch in Form von einer Fähigkeit von einer Klasse, der ist aber nicht halb so cool wie in Advanced Warfare, und ja, das hat für mich ein bisschen mehr so das Quake-Feeling zurückgebracht. Ich weiß, die meisten Leute, die Call of Duty spielen möchten, zum einen, das habe ich sehr oft schon gehört, eben, dass dieses Future-Setting weggeht und dass dieses ganze Wall-Running plus Boost-Jump und so weiter weggeht. Also ich bin per se auf jeden Fall mehr Movement nicht abgeneigt. Ich finde, das trägt halt zu den taktischen Möglichkeiten auf jeden Fall bei, wenn man da eben auch noch zusätzlich viele Optionen hat, wie man sich eben bewegt und nicht einfach nur zu Fuß durch Schlauchlevel läuft. Aber natürlich kann man in dem Fall auch Titanfall spielen, ne? Und das ist eben ein Spiel, zu dem ich demnächst auch noch einen Test machen werde, und am Ende werde ich dann auch ein Video machen, wo ich die beiden Vergleiche, Vor- und Nachteile und so weiter, was die beiden Spiele eigentlich so hergeben. Ich muss eben sagen, dass dieses Movement, genau weil es eben doch immer noch ein bisschen beschränkt ist, weil sie sich nicht ganz trauen, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen wie bei Advanced Warfare beispielsweise oder wie jetzt Titanfall, dass es sich ein bisschen fehl am Platz anfühlt. Denn gerade diese Wallruns, da ist man eben einfach so ein leichtes Ziel. Man läuft an der Wand lang, wie oft ich da nur einfach gestorben bin, weil man einfach in einer geraden Linie läuft. Da ist nicht wie in Titanfall so, dass man eben noch Geschwindigkeit aufnimmt und mit sowas hier Velocity rumspielen kann. Nee, man läuft einfach gerade in derselben Geschwindigkeit an der Wand lang und ist dementsprechend einfach auf dem Silbertablett serviert. Das heißt, das waren für mich eher so negative Punkte. Vielleicht kommt mir das Movement auch nur so fehl am Platz vor, weil die Maps nicht komplett dafür ausgelegt sind und weil sie eben, wie gesagt, noch daran festhalten, halt Standard Call of Duty mäßig das zu machen, wie es schon eben in Modern Warfare war, dass man zu Fuß unterwegs ist, dass der Fokus darauf liegt. Das scheint immer noch so zu sein. Falls sie so ein Movement im Spiel haben wollen, sollten sie das Spiel auch weiter darum konzipieren und das nicht eben einfach dranhängen, damit was Neues da ist. Was die Waffen angeht, finde ich das dieses Jahr tatsächlich sehr witzig. Es gibt viele Waffen, die irgendwie sekundäre Modi haben, das heißt eine Waffe, die man beispielsweise zu einer anderen transformieren kann. Da gibt es zum Beispiel eine Assault Rifle, das kann man auseinandernehmen und hat dann einfach so Akimbo-Autopistolen und so weitere Spielereien dieser Art. Ist auf jeden Fall sehr lustig und abwechslungsreich. Auch gibt es eben wieder ein Level-Up-System, wie im Standard, das jetzt über die Jahre aufgebaut wurde in Call of Duty. Man kann aber auch eben dann mit verschiedenen Ressourcen sich Waffen craften, die man über die Zeit bekommt, und diese Waffen haben dann eben nochmal spezielle Eigenschaften. Da gibt es dann auch super epische Varianten, die dann auch mal richtige Spezialfähigkeiten bekommen, die an die Perks der Waffen in Destiny erinnern, also Exotics. Teilweise sogar sehr stark, da gibt es einige Waffen, die sich einfach so original anhören wie, ja, wie die Perk-Beschreibung in Destiny, muss ich tatsächlich sagen. Allgemein gesprochen aber finde ich die Waffenauswahl cool und abwechslungsreich. Ich finde auf jeden Fall, da ist was dabei, und ich habe auch Spaß daran gehabt, die alle auszuprobieren und die verschiedenen Sachen zu testen. Bei den Perks und den ganzen weiteren Sachen hat sich nicht so viel getan, das ist alles noch sehr klassisch, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr noch machen können, aber dafür sind eben auch irgendwo diese Klassen da, die Spezialfähigkeiten, die die haben, und die passiven Fähigkeiten, die da auf jeden Fall nochmal für Abwechslung sorgen. Das gefällt auch vielen kompetitiven Spielern nicht, was ich verstehen kann, aber dann muss ich sagen, für kompetitive Spiele kann man ja auch dann einfach festlegen, ne, dass es eben nicht diese Fähigkeiten gibt, dass es einfach alles ein bisschen glatt gebügelter ist. Also die Option zu haben, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man das so arcadig spielt, sage ich mal, wie ich. Also für mich ist das auf jeden Fall ganz klar immer noch ein reiner Arcade-Shooter, aber man kann es eben auch kompetitiv spielen. Ich habe auch Freunde, die das tatsächlich relativ erfolgreich machen, aber ne, die Option an sich schadet nicht, denke ich mal. Es sorgt auf jeden Fall für mehr Abwechslung. Was die Maps angeht, hatte ich vorhin schon mal angeschnitten, die sind jetzt nicht per se schlecht, die fühlen sich auf jeden Fall ein bisschen kleiner an als in Black Ops, was ich persönlich cool finde, weil dann ist man mehr im Feuergefecht, da ist einfach mehr Action, da muss man nicht so viel laufen, aber ich habe eben das Gefühl, dass sie nicht ganz so auf das Movement ausgelegt sind, und ja, ich finde, die fühlen sich dieses Jahr tatsächlich nicht ganz so cool an wie sonst, aber sie sind jetzt auch nicht wirklich schlecht. Also es sind gute Call of Duty Maps, aber es ist keine jetzt dabei, wo ich sagen würde, ah, das ist jetzt hier das neue Nuketown oder sowas. Also das ist leider ein bisschen schade. Alles in allem, wie vorhin schon erwähnt, werde ich den Multiplayer wahrscheinlich sicherlich in den nächsten Wochen viel spielen, aber es ist nicht so innovativ, wie ich es mir gewünscht hätte,
oder vielleicht wie andere es sich gewünscht hätten. Es ist nicht klassisch genug. Dafür ist dann irgendwie, denke ich mal, auch vielleicht Modern Warfare Remastered da, was wahrscheinlich ist meine Vermutung am Ende irgendwie mehr Leute spielen werden als Infinite Warfare. Wobei ich es persönlich eben sehr cool finde, auch vor allem wegen der Kampagne und dem Setting. Aber mir ist auch absolut bewusst, dass das halt so eine ganz subjektive Sache ist. Ich weiß nicht, allgemein fühlt es sich irgendwie ein bisschen an wie eine Identitätskrise von Call of Duty. Also ein bisschen was Altes, ein bisschen was Neues, aber nicht zu viel Altes, nicht zu viel Neues. Und ja, dadurch kommt da eben nichts so richtig Bombastisches zustande. So ist mein Gefühl. Es ist so ein bisschen so lauwarm. Es ist halt, wie gesagt, ein kompetentes Call of Duty. Aber ich weiß nicht, ob das halt genug ist für die Spieler, die jetzt halt schon eine ganze Weile dabei sind. Dennoch, dasselbe Langzeitpotenzial und dasselbe Top-Preis-Leistungs-Verhältnis, was Call of Duty eigentlich fast jedes Jahr hat, bleibt immer noch bestehen. Also für Fans der Serie ist es wahrscheinlich immer noch eine Kaufempfehlung. Und das war tatsächlich auch schon mein Test zu Call of Duty Infinite Warfare. Ich hoffe, es war hilfreich und interessant für euch. Wenn ja, würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Das hilft dabei, dass meine Videos von mehr Leuten gesehen werden. Wie schon zwischendurch erwähnt, werde ich demnächst auch eben Titanfall 2 testen. Und dann am Ende mache ich noch ein Video, wo ich Call of Duty Infinite Warfare und Titanfall 2 miteinander vergleichen werde. Das war's aber mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!